Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft After Humans mit dem gütsten Mr. Black Dragon hier. Moinsen. Moinsen, das passt sogar. In der letzten Folge haben wir den Ender Dragon besiegt. Gott, wir sind so Killer. Ich bin froh, dass ich gerade kein Pfeil mehr dran habe. Ich habe mich gerade versehentlich Rechtsklick gemacht. Ja, aus dem Grund ist mein Bogen im ME-System drin. Das wäre so böse nach hinten losgegangen. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt erstmal am Anfang so ein bisschen entspannte Runde. Ich werde jetzt ins Nether gehen. Ich habe da so eine kleine Wither-Farm aufgebaut, Wither-Skelett-Farm aufgebaut. Ich habe aber leider, der Generator müsste jetzt eigentlich alles sein. Da dürfte nichts mehr spawnen. Aber die Wither-Skelette haben wir es fallen gelassen und wir wollen da einfach jetzt heute mal aufmachen, was da so in den Dingern drin sind. Das heißt für mich, ich werde jetzt erstmal ins Nether gehen und die die Dinger holen. Oh, und ich werde in der Zeit mal etwas für das ME-System tun. Mal wieder. Wie eigentlich schon so oft. Ja, du machst doch gern was fürs ME. Also hier spawnen bei uns die Wither. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Da oben ist ein automatischer Spawner. Da ist ein Wither drin. Ein Wither-Skelett drin. Entschuldigung, Wither ist ja wieder was anderes. Unter ist der Kondensator, wie ihr seht. So ein Energiespeicher. Der ist aber leer. Ihr seht es hier. Die Anzeige ist leer. Wenn der jetzt voll wäre, würden hier lauter Withers kommen. Wither-Skelette. Meine Herren. Ja, woher haben wir von ein paar geplättet? Ja, haben wir. So. Dann nehme ich die Sachen mal hier raus. Ich nehme auch gleich mal die ganze Kohle. Ich bringe nochmal über 70 Schädel mit. Wie viel Lohnstaub haben wir? Nicht viel, so viel ich weiß. Wir sollten auch mal einen Lohnspawner machen. 111 und 34 Routen. Ist nicht viel. Weißt du, was der Papi jetzt machen wird? Ich bin wieder da. Sicher. So, dann hole ich die Rest. Ja, einfach mal mit dem Kopf gegen die Energieleitung gerannt. Nehme ich das hier noch raus. Hau ich das hier rein. Dann würde ich sagen, ich mache hier mit Mr. Black Dragon einfach mal halbe. Ja, warte mal, ich bin gerade was am. Was denn? Ach, verdammt. Oh Mann, oh. Geh mal wieder zurück. Hey! Verdammt! Damit! Naja, wir wollten eigentlich eine entspannte Aufnahme machen jetzt. Ah, wisst ihr, wie ich bin? Tut mir leid. Palim, die geilste Truhe ever. Ja, da können wir uns noch mehr vermüllen. Auch nicht schlecht. Nee, wisst ihr, was die macht? Warte. Wo wir gleich hinrennen, meine Kiste. Strom. Moment. Gold.
Ja, wir haben immer noch 4,3 Millionen Golderze. Also ich habe keine Ahnung, was er zeigen will. Oh ja, cool. Schmeiß einfach alles rein. Ja, leck's mich am Senkel. Noch weitere Fragen? Okay, das ist natürlich nice. Aber du hast einen Haufen Verlust, oder? Alter, fällt das bei 4,3 Millionen Erzen noch auf? Nö. Danke. Du kannst auch in der Truhe kannst du craften, dein Inventar wird hier unten ja mit angezeigt, unten in der Mitte, Ne? rechts daneben, das Feld hier zum Craften, hier, wie ihr halt selber sehen könnt, ist halt der Ofen, oben hast du halt deine Truhe, ganz normal, und ist schon, nee, doch, ist schon geil. Ja. Jojo, dat. So, wo war ich jetzt eigentlich? Achso, ich war da stehen geblieben. Ja, genau. Er mag einfach nicht mit mir das Ach Entspannte ja. machen. Ja. Ich wollte eigentlich gerade noch kurz was gucken, aber okay. Also ich würde sagen, wir fangen mit gewöhnlich an, dann ungewöhnlich und dann selten. Er rattert einfach alles durch. Du hast so viel im Inventar, du schmeißt schon raus. Ich sehe es gerade. Ja, was haben wir denn hier als Schicket? Also. Goldharnisch, Eisenschwerter, gewöhnlicher Gürtel. Ich weiß aber nicht, wofür ich den brauche, aber Ehrring, Ehrring, ach, keine Ahnung. Ehering. Ehrring, ja, den habe ich ab Oktober. Macht er auch die Goldmünzen? Kann ich dir nicht sagen, Ne, warte mal, die Goldmünzen muss ich, glaube ich, zu Nuggets schmelzen und dann. Ne, dürfte nicht gehen. Lassen wir mal weg. Also gewöhnlich und ungewöhnlich. Da haben wir Gold. Enderperlen, Diamanten, zwei Zauberbücher, eine Lederkappe, ein eigentlich alles Perdido-Ring, Trank Mögliche. der Heilung, Trank der Nachtsicht und drei Smaragde. Trank der Schnelligkeit, Vergiftung, Lederstiefel, Werfbar Trank der Langsamkeit, 10.000 Goldmünzen, 4 Smaragde, Trank der Unterwasseratmung, Werfbar Trank der Nachtsicht, Trank der Heilung, Werfbar Trank der Schnelligkeit, Trank der Unsichtbarkeit, Trank der Unterwasseratmung, Eisenaxt, Eisenschwert, Eisenschwert, Kettenhaube, Goldharnisch, Goldhelm, Also hast du eindeutig Goldbeinschutz. die besseren Sachen gekriegt wie ich. Das ist nicht wirklich toll, aber was. Oh, Aber. aber ich suche hier gerade was. Wo zum Henker soll denn? Sonnenuhr, Wettermaschine? Sonnenuhr? Erwachter, na klar, am Arsch. Okay. Rabbling? Was? Oh.
Hast du noch was? Hä? Hast du davon noch was? Wenn man nicht Was? war. Na, hier von hinten zum Öffnen. Nee, 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 nee. Das sind wir durch. Schade. Eine Chaise auch, du. So, jetzt muss ich kurz was. Oder drückt mir die Daumen. Oh, verdammt. Das ist Kann was funktioniert. explodieren? Nein. Dann ist gut. Na, was sagst du unserem kleinen Schaukasten? Nicht schlecht. Unser Gordel. Enderdrachenei. Aha! Gordel. Ah. Spring mal rein. Nicht dein Ernst. Kannst mir vertrauen. Hallo. Hallo. Hä? Warum bin ich in Hi. der Fischerhütte? Musst du nicht immer so weit laufen. Hä? Was denn? Boah, da könnte ich voll den Troll machen damit. Ja, kannst du auch. Nein. Ja, nicht mit dem Gurgel. Ach, das geht nur mit dem Ding, was du in der Hand hast. Nein. Also doch. Nein. Da ist nichts an. Ich hab's genau gesehen. Au. Ey, cool, gleich den Bogen raus. Und tschüss. Bleib jetzt in meiner Fischhütte. Nee, das will ich verwenden für die. Das schnell. Für die River, weißt Wo sollst du denn die hin teleportieren? die werde ich so hin teleportieren, dass sie direkt vor der Killmaschine sind. Vor dem Fleischwolf. Aha. Weil musst du nicht jedes Mal runterrennen und da aufsammeln und. Ist wie gemein? Na gut. Beziehungsweise Ja, die kannst du das da. Ding auch breiter bauen? Logisch. Alter, kann ich genauso groß bauen wie den Acker da drüben. Unser Feld. Also Merkst du das was? heißt, die Spawnen fallen sollen dann da wohl reinfallen. Richtig. Aber du Ich denkst würde. schon dran, dass die Wither schweben. Ja. Aber nicht, wenn die. Ne? Wenn es richtig gemacht wird.
Achso, ich wünsche Okay, und wer sagen, sagt, aber. dass du das richtig machst? Ich. Achso, ich wünsche sagen, aber die Tour ist gleich fertig. Da war ja auch nicht viel drin. Will ja nicht sagen, aber die Truhe ist so gut wie fertig. Ich weiß. Dachte ja, die Truhe ist gleich fertig. Warum hast du da keinen Ausgang gelegt? Bleibst du mal entspannt? Dieser Bengel, ne? Ja, ich darf da wohl noch fragen. Aber du könntest auch rein theoretisch die Truhe auch als ganz normale Truhe benutzen. Die Truhe kann ich auch als normale Truhe nutzen, ja, das ist richtig. Du kannst aber keine Doppeltruhe draus machen. Ich glaube nicht. Ja. Der Schmelzgrad des Gold irgendwie. Nee, er sammelt's nur da unten. Hä? Ich refine. Es wird zu refine. Was ist refine? Ist auch nichts anderes als klingt normales Gold. Okay. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja ein Noob in solchen Sachen. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, mit dem Refind, keine Ahnung, muss ich selber passen, was das zu bedeuten hat. Es ist raffiniertes Gold. Wenn du das ausgeben willst, haut's ab vorher. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall von dem Refined haben wir jetzt 87 Stück. So. Nein, das wollten. Hä, du standest gerade noch hier und jetzt bist du auf einmal weg. Ich weiß. Ich habe mich gerade versehentlich nach unten teleportiert in die Mobfalle. Naja. Falls du dich wunderst, dass in unten in der Mobfalle keine Monster sind, da ist Licht an. Deswegen ist da auch nichts. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, mach nur. Nö, also. Du wirst schon wissen, was du machst. Hoffe ich. Klappe zu, Affe tot. Warum ist ein Loch in der Wand? Das ist nicht das Tier, was ich brauche. Du brauchst schon wieder Bruchstein. Ach so, ja, siehst du, bin ja nicht weiter drauf eingegangen. Ich erstelle uns jetzt eine Singularität, damit ich ein ME-Tunnel bauen kann. Keine Ahnung, was du damit sagen willst.
Singularität, ME-Tunnel. Ich habe gerade mal die Zwischenwörter verstanden. Er will auf jeden Fall irgendwas bauen. Richtig. Was und wie? Fragt mich nicht. Ich bin raus. Aber irgendwie muss ich da selber noch ein bisschen hintersteigen, wie genau das hier vonstatten geht. So, also, jetzt bin ich auch so. Achso. Ich will einmal den ganzen Schmarrn hier. Naja. Ist mal darin. So, ich will aber noch gerne auf was eingehen. Und zwar, Leute, wenn ihr das Video hier seht, müsste Samstag sein. Ja. Das heißt, das Voting, das ist vom Mittwoch. Ne, Dienstag. Nee, Donnerstag. Dienstag. Nee, warte mal. Ja, Dienstag, klar, stimmt. Das Voting von Dienstag würde dann das Ergebnis am Sonntag kommen. Ob ich als Strafe die Einweg-Safari-Netze, ne, die Wegwerf-Safari-Netze in meinen Anführungszeichen heimlichen Unterkunft zünden soll. Also wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, schaut euch das Video von Dienstag an und ja. Und dann am besten noch das Video vom Montag, dann wisst ihr nämlich, um was es geht. Und vergesst nie, einen Daumen oben da zu lassen. Den Daumen dürft ihr natürlich behalten, aber ihr müsst nur anklicken. Ach Gott. Weil ich denke mal, bei uns, wir sind eigentlich auch wieder so langsam, ganz langsam am Ende. Ja, so Pi mal Daumen. Wie? Keine Stoppuhr heute? Ja, doch, habe ich. Aber nicht eingeschalten. Doch, habe ich. Bin zwar bekloppt, aber so bekloppt nicht wohl gerne. Das ist ja klar. Ja, war ja was. Ja, und dann will ich noch kurz meinen Schaden von vorhin reparieren und dann ist die Folge eigentlich auch damit schon wieder zu Ende. Der davon Goal, wo ist noch. Oh. Was? Gleich hat man von Goal, wo ist noch. Oh, schon zu Ende. Oh, was? Sag ich ja. Weil der liebt das einfach mit mir aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich sein Vorbild oder so, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Sag ich ja. Okay, Leute. In diesem Sinne. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht, oder guten Morgen vielleicht sogar. Habt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao, ciao.